Ich habe letztens mit Zielen habe ich synchronisiert. Okay, dann mache ich das mal gerade. Ich hoffe, du hast hingeguckt. Okay. Was? Das ist was für Outtakes. Faszinierend, schön. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Resident Evil 5. Hallo. 5. 5. Huch, ein bisschen. Ach, Kamera. Die Kamera hat dich gerade bei mir weggezaubert. Nee, du bist. Mann, bist du hässlich. Du hast dir was aufgeschrieben. Ich habe mir was aufgeschrieben, und zwar, was wir zuletzt gemacht haben. Wir waren ja auf der Jagd nach dem Erwin, unserem komischen Waffendealer da. Und den haben wir dann nach langem Rumgedümpel im Sumpf, haben wir den dann auch gefunden. Und dann wollte er gerade abhauen und eine Riesenexplosion auslösen. Und dachten wir fahren mal hinterher. Ja, und dann hat sich der Erwin auf seinem Boot, als er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, hat er sich den Virus reingepfiffen und sich voll in so ein Mega-Hentai-Monster verwandelt. Und ja, nachdem wir den besiegt hatten, sagte der dann noch so irgendein komisches Zeug gebrabbelt, von wegen, da in der Höhle findest du deine Antworten. Und ich hatte gehofft, dass man so eine Cutscene da sieht. Das war nämlich dann das Ende. Also ich habe mir gerade das letzte Video angeguckt und dachte mir, was für eine Höhle, da ist keine Höhle mehr. War ganz gut, dass das Video so eine Einleitung gemacht hat. Ja, und jetzt sind wir hier und wollen Jill suchen, beziehungsweise das Ouroboros-Projekt klein machen. Denke ich mal. Jo. Ja, mehr ist nicht. Ist auch eine sehr schöne Höhle hier. So, ne? Wird immer weniger an Story, was wir so erleben. Wenn ich da an das, was bisher geschah, aus der zweiten oder dritten Aufnahme denke. Ja gut, also da musste man ja auch nochmal einiges wiederholen, weil da doch eine sehr große Pause dazwischen war. Das ist korrekt. Untersuchen? Ja, mit welchem Knopf denn? Mit dem hier. Der Schlüssel des Motorboots fehlt. Jetzt nochmal Steuerung abchecken. Mhm. Okay, Messer, Knifte. Da kann ich dich analysieren, okay. Karte an ausschalten, auch gut. Ich kann es ja nochmal anmerken, was ich eben gerade gesagt habe. Ich finde, hier diese Höhle ähnelt sehr der von... Es fällt mir das Spiel schon wieder nicht ein. Dying Light, hast du gesagt. Genau. So weit war ich nicht. Noch nicht. Ich habe es durchgespielt. Das ist cool. Ich habe da irgendwie gestern... Gestern habe ich irgendwie wieder voll Bock drauf bekommen. Ja, müsste ich auch irgendwann mal machen. Bin ja Trophäengeier. Trophäenschlampe. Ist auch nicht so schwer da. Also. Und da müsste ich dann auch noch ein paar Trophäen holen. So, ich würde aber mal sagen, ja. Wir machen hier mal hier, ne? Ne? So. Was haben wir denn alles hier? Jetzt mal. Ja, was ist mit Excella? That's the name of the director of Tricell's African Division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. Du bist so unhöflich. If there is a connection, what does that mean for Africa? Knowing, we're bound to find out. True. Let's move. Also die reden da miteinander und du versuchst hier partout diese komischen Dings hier kaputt zu machen, dass nicht kaputt geht. Ja, man muss doch mal ausprobieren. Sehr unhöflich. Die können ja auch Multitasking anscheinend. Ja, geht so. Also die Gegenstände konnten wir gerade nicht aufheben, während sie gesprochen haben. Stimmt. Ich muss meinen Mund bewegen. Ich weiß nicht mehr, wie man meine Hände machen muss, tun. Das ist zum ein Brustkorb Gegenstand aufnehmen. Drin von etwas sehr, sehr Großem. Das könnte auch, also wenn ich mal einen Vergleich ziehen darf, ne, deinen Brustkorb und der Brustkorb, der da drin liegt. Ja, gut. Ja, aber passt. Ich finde, der sieht, ja gut, Ihmchen hier ist ja auch nicht wirklich Mensch, sondern eher Affe. Aber ich finde, das ist schon sehr groß. Ja, verwechsel mal den Stock, der da rausguckt, nicht mit seinen Knochen. Nee, aber halt dieser Brustkorb an sich, der ist schon sehr voluminös. Naja, schwere Knochen, wird jetzt der ein oder andere sagen. Ja. So, was haben wir denn da vorne in der Höhle? Hier ist bestimmt wieder irgendwo so Zeug, was man abschießen kann. Also meinst du eine blaue Dingsbums? Nee, so Glitzerzeug, was Geld bringt. Schätze und so ein Kram. Mhm. Ja, da achte ich nie drauf. Guck mal, mehr Skelette. Noch ein Brustkorb.
Die sind alle so groß. Ja, aber es ist schon groß. Ja. Oh nein. Spinne! Ich wurde gerade angefallen. Hallo? Ich muss hier erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Scheiß Gegner, ey. Gehst du weg? Tot? Die machen fast keinen Schaden, gehen aber tierisch auf den Sack. Schön. So Gegner liebe ich ja. Apropos glitzern, genau. Ich glaube, das ist ein Einschussloch. Ja. 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 Zwei Idioten, ein Gedanke. Guck mal, da glitzert was. Ja, glitzert so, was. So, hier kann man nach oben. Spinne. Kaputt, ich bin. Halten die nur einen aus? Ja, nee. Anscheinend ist sie weggelaufen. Nee, die ist tot gegangen. Ja, ich meine die erste, die wir da. Spinne! Die erste, die wir da gerade eben noch kaputt gemacht, die hat jetzt auch nur zwei Schuss ausgehalten. Das ist komisch. Ist da irgendwas Besonderes? So. Eine Vase steht hier. Mach kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ich glaube, hier geht's weiter. Wenn ich der Karte glauben darf, ja. Ich könnte mal Karte anschalten. Pistolen? Nein. Ach, wie könnte ich jetzt nachladen? Wie ging das nochmal? Achso, das ging noch irgendwie. Achso, ja, übers Menü. Ha, clever. Soll ich denn mal hier unten gerade... Ja, kann ich mal gucken, was da gibt. Da hinten ist ja noch ein Loch irgendwie. Aber da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Das ist aber eine Vase. Doch. Eine Vase? Ich kann hier mal mein Scharfschützengewehr rausholen. Kann da mal... Wieso nicht denn ran? Ach so. Ich mag die Musik nicht. Boah, voll die Riesenkiste! Ja, dann mach auf. Ich sehe dich nicht mehr. Du bist weg. Mein Schatz. Mein Schatz. Was abgeschossen, was funkelndes. Ich hab's gesehen. Ich hab dich voll im Blick. Ja, schieß mir in den Kopf. Oh, oh, oh. Nein, ich schieß dir nicht in den Kopf. Du bist wahnsinnig. Kann man da irgendwas machen? Bin ich so. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kannst du nur hoffen, dass dein Partner hilft. War da nicht noch eine? Hier oben? Scheiße. Sorry, du. Halt mich mal bereit. Falls er dich anfällt. Das Ziel hier so kacke. Oh. Munition für dich. Für mich Maschinengewehrmunition. Geh schon mal drei Schritte vor. Zwei Schritte vor und 13 zurück. Das ist ziemlich unproduktiv, aber okay. Also ich habe nichts Glitzerndes gefunden. Aber vermutlich finde ich gleich Spinnen. Viele Spinnen. Gut, da kann man einfach mal reinschießen. Da wird man so wahrscheinlich was treffen. Jo. So ist es auch geschehen. Wo kommen denn jetzt die ganzen Spinnen her? Und warum erinnere ich mich nicht mehr dran? Da kommt noch eine Spinne. Bam. Fertig. Ein Schuss. Komisch. Jetzt bei. Seltsam. Ich meine, ich habe meine Pistole ausgerüstet bis Ultimum. Das sollte die beste Pistole überhaupt sein. Da unten glitzert was. Pling, pling. Das ist schon sehr auffällig. Ja, dann laufen wir da. Kann ich das mit dem Messer vielleicht? Jo, kann ich. Das Rote habe ich mir schon genommen.
Ich habe Feuer ausgemacht. So, jetzt haben wir einen roten, blauen und einen gelben bekommen. Oh, nicht schlecht. Und einen großen gelben. Hier? Richtig. Öffnen. Lass mal die Tür aufmachen. Das ist super. Vier Spinnen und dann laden. Oh, könnte ich gerade mal was trinken können. Sieht nicht sehr spaßig aus, das sieht alles so verschachtelt aus und. Oh. Denk dran, das ist Resident Evil 5, da gibt's nicht so verschachtelt. Das hat ein bisschen was von. Looks like there's been some recent activity. I hope Irving was telling the truth when he said we find answers in this place. Okay. Darf ich dann jetzt? Okay. Das hat ein bisschen was von. Ach, wie heißt der Film jetzt im Deutschen nochmal? Irgendwas mit Tempelritter. Das Vermächtnis der Tempelritter. Stimmt. Stimmt. Aber das Level erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an dem Hafen mit den ganzen Containern so. Mhm. Also das meine ich im Sinne von verschachtelt. Ja, gut, hier kann man runterspringen. Hier oben gibt's ja nichts. Guck mich nochmal um, nicht, dass wir was übersehen. So. Das sind Vasen. Gehen wir doch zuerst mal zu Vasen. In Vasen ist immer was Schönes drin. Und wenn es nur 100 Gold sind. Pistolenmunition nehme ich mal mit. Da habe ich nämlich schon wieder fast nichts mehr. Dafür habe ich eine Mine mit. Schön. Wo immer die herkommt. Die kommt bestimmt aus dem komischen Level, wo wir diesen Wurm-Schmetterling-Ding da kaputt machen mussten. Ja. Guck dir mal den Schädel an. Der ist ja mal abgefahren. Ja. Da oben liegen noch zwei. Na komm, ich hüpf runter. Mal sehen, was passiert. Ich bin unten. Komm mit. Hier ist gar nichts. Spinne an der Wand. Bam. Okay. Acht Spider geben vor Spinnen an der Wand. Spider on the wall. Okay, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, ein kleines Fleischerbeil. Ach, da kann man was untersuchen, sehr schön. Da hängt etwas. Ich will gar nicht wissen, was das sein könnte. Menschens. Na? Menschens. Ja, mit Z. Da ist noch eine Spinne. Ah, eine Spinne on the wall. Hey, guck mal, das kann man aufmachen. Lass mal Grab plündern. Boah, geil. Oh. Gold, viel. Das Grab seit tausenden von Jahren unberührt. Da kommen zwei und machen das mal auf. Spinne! Irgendwo blinkt was. Ich will was blinken sehen. Ja. Schmaragd. Schmaragd. Ich vermisse diese blauen Dinger. Ja. Ich meine, es wundert mich schon, dass die sowieso überall da rumhängen. Da würde es mich jetzt noch umso mehr wundern, wenn es hier in dieser Ruine wäre. Ich meine, wer hängt die da hin? Deine Mama. So, einmal Pistolenmunition, Handgranate kann ich nicht mitnehmen. Obwohl, kann ich gleich mitnehmen. Soll ich jetzt mitnehmen oder nicht? Ne, ich nehme die mit. Okay. So. Eine Brücke, ja. Und Cutscene. Und da sind wir wieder getrennt. Ja. Ich hoffe jetzt nur, dass nicht irgendwie groß was passiert. Die Frage ist, wie kriegen wir uns jetzt wieder zusammen? Springen. Ich kann unten lang gehen. Ganz unten lang. Hier liegt Pistolenmunition, die ich nicht mitnehmen kann. So ein Scheiß. Ich höre was. Pistolenmunition nicht auch. Das gefällt mir nicht. Ich rüste mich mal mit der großen Knifte aus. Oh, scheiße. Lauf? Oh, guck mal einer.
Ja, dann schau mal einer gucken. Nein, keine Brennlinge.